Ich wurde auf eine Gala in Paris eingeladen und da gibt es einen roten Teppich. Guess wer noch kein Outfit hat. Ich und das müssen wir sofort ändern. Ich bin also random in meinen Lieblingsstoffladen gegangen und habe irgendwie versucht, diesen Stoff darunter zu bekommen. Das war ziemlich peinlich, aber selbst ist die Frau. Ich habe einfach irgendwelche Sachen mitgenommen, wo ich dachte, daraus könnte ich ein Kleid machen. Davon habe ich daheim professionell, wie ich bin, erstmal eine Skizze gemacht. Besser gesagt zwei und ihr wolltet auf Instagram alle das erste, deswegen habe ich mich für das zweite entschieden. An alle Leute, die richtig nähen können, jetzt bitte weggucken. Ich habe nämlich so ein Schnittmuster gemacht. Das ist nämlich eine verstellbare Schneiderpuppe und die hätte genau meine Maße. Und sowas ist sehr praktisch, aber ob es mir am Ende passt, ist das andere. Das Schnittmuster sah auch null überzeugend aus, aber ich hatte keine andere Wahl und habe es dann einfach ausgeschnitten. Habe erstmal mit meiner normalen Maschine die Abnäher reingemacht und dann mit meiner Overlock das Ganze zusammengenäht. Wie man sehen kann, der Schneiderpuppe kann man nicht vertrauen. Anyways, ich habe dann an die obere Kante von dem Kleid einen Beleg reingenäht. Ich hoffe, das heißt so. Dann ist es nämlich von innen und außen clean. Dann ging es auch schon weiter mit den Rüschen und das ist absolut nicht so geworden, wie ich es wollte. Das heißt, ich habe alles in die Tonne gepfeffert und nochmal eine neue Strategie benutzt. Und zwar habe ich pro Seite 5 solche Streifen gemacht. Die habe ich dann geruffelt und übereinander an ein Stoffstück rangenäht. Das sah dann ungefähr so aus. Und das habe ich dann einfach auf beide Seiten von diesem Kleid draufgenäht. Dann habe ich noch einen Reißverschluss reingenäht, Träger ran gemacht. Und es war wirklich so spät, Leute. Ich habe es nicht mehr anprobiert. Ich habe es einfach in meinen Koffer reingemacht. Und bin dann schlafen gegangen, weil ich am nächsten Tag ganz früh zum Friseur musste. Meine Haare seht ihr schon auf Instagram und das Kleid seht ihr dann morgen auf der Premiere.